fröhliche Weihnachten, liebe Shisha-Freunde. Heute ist der 24. sprich Heiligabend. Hoffentlich kommt zu einigen von euch heute Santa Claus oder wer auch so kommt. Und wir rauchen jetzt den letzten Tabak, den wir für Weihnachten ausgesucht haben. Das ist der Tabak, auf dem ich am meisten freue, aber von dem ich auch am meisten Schiss habe, wie ihr schmecken könnt. Und zwar Ei-Ei-Likör von Seven Nights Ei-Ei-Likör, weil das darf ja nicht Eierlikör heißen. Das wäre ja was zu essen. Deswegen Ei-Ei-Likör, ja. Der Schnitt, wie so bei den letzten auch, so mittelgrob. Also an und für sich gut. Geruchlich ist der wieder so ganz schwer zu identifizieren. Ich finde, die riechen alle gleich. Aber schmecken tun sie immer jedes Mal anders. Entweder ich rieche nichts mehr, habe das Ganze schon weggeraucht quasi, oder weiß nicht, ich finde, der riecht wieder voll nach Zimt. Das stimmt, der riecht tatsächlich wieder nach Zimt. Der schmeckt wie dieses, so wie Weihnachtsmarkt. Obwohl er so ganz leicht nach Party-Smoke schmeckt. Von Seven Days. Aber also riecht mal, ich rieche. Also wie Weihnachtsmarkt. Er riecht wie Weihnachtsmarkt. Ja, den Tabak, den wir geraucht haben. Ach, den Ballermann da. Nein, der davor. Letztes Mal Weihnachtsmarkt. Ja. Das weiß ich ja gar nicht mehr. Shisha macht's gehören. Bei ihm fließt das Blut gerade komplett in die Mütze hoch. Da ist nicht mehr viel im Hirn. Darum ist die Mütze auch schon so rot. Also geruchlich ist er wieder... Ah, Flachs des Jahres! Geruchlich ist er wieder sehr hart zu beschreiben. Mein Bolle ist wieder umgekippt. Ich hier übrigens. Ja. Ich will auch noch einen Schnupper. Ja, hab ich ganz gegessen. Schnupper mal dran. Okay. Ja gut, also geschmacklich. Lass mich erstmal seinen Geruch bewerten, weil Fabi hat den längsten Zinken von uns. Er riecht am meisten, theoretisch. Die Nase eines Mannes so und sein Johannes. Hat er jetzt nicht gesagt. Doch, das hat er. Darf er das? Ja. Also, ich finde der riecht irgendwie. Also ich habe jetzt schon lange nicht mehr an Eierlikör gerochen, aber der riecht nicht wirklich nach Eierlikör. Nee, überhaupt nicht. Nicht wirklich, ich sage, die riechen alle irgendwie gleich süß und nach Zimt. Ja, was wollte der davor? Der andere war süßer, der geht jetzt... Der wegen so herber in der Hand, gell? Der ist etwas herber, ja. Aber Zimt finde ich auch, ja, aber... Gut, dann kommen wir mal zum Geschmacklichen. Alles riecht nach Zimt. Bei Weihnachten schon. Ja, also, kommen wir mal zum Geschmack. Ich finde so, vorne raus... Merkt man schon so eine Vanillenote, was ja Eierlikör an sich auch hat, so was dezent Vanilliges und dann kommt was Cremiges. Es ist aber jetzt ganz hart zu beschreiben, ich finde nicht, es schmeckt direkt nach Eierlikör, sondern es hat eher so eine teigige Note, erinnert mich tatsächlich ein bisschen an den Waterfuck von Chaos. So im Ansatz zumindest, dieses Vanille und dieses Teigige. Geht schon so ein bisschen in die Richtung, finde ich. Schmeckt der auch bei dir so ein bisschen süßlich auf der Zunge oder bilde ich mir das ein? Auf der Zungenspitze spürst du so ein leichtes, süßes, vanilliges Kribbeln, finde ich. Ja. Geht schon dir ja, ja, ich kann es mal nicht definieren. Das ist keine Chance. Das ist immer komisch. Nachdem es was schmecken soll, überhaupt nicht. Aber. Ist ja gut, dass es nicht nach Eierlikör schmeckt, dann würde ich den nicht rauchen. Dann hat es begleitet nach Eierlikör. Schmeckt man das? Ich finde, das schmeckt schon so dezent nach Eierlikör, aber es schmeckt hat einen Beigeschmack. So nach Eierlikör aus dem Reagenzglas. Ja, also das ist so, wieder ja. So wie bei den meisten Weihnachtstabaksorten. Der eigentliche Geschmack, der ist immer nur so, der ist so fad. So beiläufig, ja. So beiläufig, der eigentliche Geschmack ist wirklich nur so beiläufig. Das wird am Rande erwähnt, so quasi. So eine Fußnote. Ja. Aber ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Es ist aber definitiv. Es ist aber definitiv der schlechteste Tabak dieses Jahr, würde ich sagen. Von allen vier, die wir bis jetzt hatten, finde ich, ist das schlechteste. Und also ich habe das Gefühl, der kratzt auch ein bisschen. Jetzt nicht vom, weil wir den schlechten Kopf gebaut haben, sondern. Er findet allgemein, dass das ganze Aroma ist irgendwie ein bisschen unangenehm im Mund. Ja, richtig. Also es bringt diese cremige nicht so fein rüber wie es leichtes sein. Kratzen und ich finde auch, dass er drückt. So ein bisschen, ja. Geht, ja, aber so ein kleines wenig, ja. Was im totalen Gegensatz zu den anderen Tabaks ist, die haben ja alle null gezickt. Also müsste man jetzt eventuell in einem anderen Setup ausprobieren, aber da vielleicht anders auch, weil wir haben ja jetzt nur mal im Kamin mit einem Tonkopf ganz normal baut, wie alle anderen auch, haben alle super funktioniert. Außer der, ja. Der zickt ein bisschen, aber das könnte man bestimmt mit ein bisschen Rumspielerei beheben. Ja, schon. Gehe ich jetzt mal davon aus. Also den würde ich nicht mal an Weihnachten rauchen. Ich finde den echt nicht gut. Also, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, das ist der Reihe.
Nee, aber das ist immer Geschmackssache. Ja, richtig Geschmackssache. Klar. Nee, rauchen würde wieder wie eine Dampflok. Ich glaube, da braucht man nicht viel dazu sagen. Nee, obwohl die Kohle mal abklopfen könnte, dann würde man noch ein bisschen besser rauchen wahrscheinlich, aber er raucht auf jeden Fall top. Ja, jetzt haben wir aber schon wieder das Wichtigste vergessen, der Schnitt. Ich habe am Anfang schon gesagt. Echt? Ja, ja. In jedem Fall, dann kommen wir doch gleich mal zum Fazit, oder? Ja. Ja, Euphorie. Ja. Schnitt wie immer 3 Punkte. Geruchlich, ich weiß nicht, wie ich den geruchlich einordnen soll mit Punkten. Puh. Machen wir mal 2,5 oder 3. Ja, 2,5, weil sie einfach irgendwie alle gleich riechen. Ja, das ist irgendwie komisch. Sorry. Die anderen haben immer noch im Geruch ein bisschen was gehabt, was rausgestochen ist. Und ich finde, der ist im Geruch einfach total undefinierbar. Stimmt, ja. Obwohl, er riecht wieder typisch nach Zimt, so bei Zimt. Machen wir mal 3, das ist wieder so das Mittelfeld. Ja. Geschmacklich würde ich ihm auch eine 3 geben, weil ich finde ihn jetzt nicht ganz katastrophal schlecht, aber es ist bis jetzt das Schlechteste, den wir jetzt von diesen 4 Sorten geraucht haben. Ansonsten rauchen tut er wieder Dampflok, da kriegt er wieder 5. Also alles in allem ein solider Tabak, wenn man drauf steht. Man muss ihn einfach mal probieren, genau. Die Geschmackssache, hätte ich gesagt, und vielleicht in einem anderen Setup, dann kratzt er vielleicht auch nicht so oder wird ein bisschen. Aber ansonsten ist er ganz passabel. Wie gesagt, bei den Weihnachtstabaks würde ich mir sowieso immer nur einen Shot kaufen, außer er hat es wirklich eindeutig so hardcore gut schmeckt, der es vom 1. bis zum 24. Dezember nur den Tabak durchraucht. Dann rentiert sich vielleicht eine Dose, aber ansonsten reicht mir persönlich immer so ein Shot an Weihnachten. Ja klar, das Weihnachten ist einfach nicht so lang. So, dann wünsche ich euch noch einen besinnlichen Abend. Ich hoffe, ihr habt zu Hause irgendwas Gutes zum Essen, was jetzt auf euch wartet. Oder vielleicht habt ihr auch schon gegessen. Ansonsten lasst euch Feste beschenken, am besten irgendeine schöne Shisha oder schönen Tabak. Und natürlich frohe Weihnachten. Und frohe Weihnachten. Das darf nicht fehlen, ja. Das letzte Video dieses Jahres ist. Das letzte Weihnachtsvideo dieses Jahres. Dezember geht noch ein paar Tage. Entschuldigung. Ja. Also, macht es gut. Haut rein. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Das ist ein Tabak.